Willkommen bei Levatis. Im folgenden Video gebe ich einen kurzen Überblick über die drei Hauptkomponenten unserer Software. Beginnen wir mit dem Herzstück, der Personaleinsatzplanung. Vertikal befinden sich die Angestellten, horizontal stehen die Wochentage. Hier finden Sie einen Überblick über Aufgaben Ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Jeder Termin ist übersichtlich und zeigt den Namen des Kunden, die Postleitzahl, die Dauer und alle weiteren Punkte, die für Sie spannend sind. Die Darstellung der Kacheln können Sie selbst gestalten. Die Hintergrundfarbe spiegelt die Auslastung des Mitarbeiters wider. So bedeutet Blau eine besonders niedrige Auslastung, während Orange auf volle Auslastung hindeutet. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, auf einen Blick zu erkennen, welche Mitarbeiter Sie noch frei verplanen können. Via Drag and Drop oder unserer einzigartigen Planungsleiste lassen sich Termine auch über mehrere Tage und Mitarbeiter schnell einteilen. Sonderzeiten wie Urlaube vervollständigen den Plan. Der intelligente Aufgabenstapel wird oftmals aus der Warenwirtschaft direkt über eine Schnittstelle befüllt, kann aber auch manuell eingetragen werden. Er hilft Ihnen dabei, zur richtigen Zeit die richtigen Aufgaben für die Planung auszuwählen. Dabei haben Sie bequem Zugriff auf Bilder und Dokumente, die im Rahmen dieses Auftrags erfasst wurden. Für Großprojekte kommt unsere Kapazitätsplanung zum Einsatz. Hier ändern wir die Perspektive. Im ersten Schritt werden bequem und einfach die geschätzten Kapazitäten in den Plan eingezeichnet. Nach und nach werden dann namentlich die Mitarbeiter zugeordnet. Das Tagesgeschäft, wie etwa kurzfristige Ausfälle durch Krankenstände oder die Urlaubsplanung, werden im Wochenkalender gemanagt. Egal ob Serviceauftrag oder Großprojekt, die Planung wird dem Mitarbeiter in Echtzeit aufs Mobiltelefon übertragen. Dort erfasst er Zeiten, Bilder, Dokumentation und Regiescheine in der Levatis Mobile App. All diese Daten werden im Wochenkalender sofort angezeigt. Die so erfassten Zeiten können übersichtlich validiert werden. In unserer Prüfmatrix sehen Sie auf einen Blick die Mitarbeitertage mit Warnungen oder Fehlern in der Zeiterfassung. Beispielsweise, wenn ein Mitarbeiter irrtümlich vergessen hat, die Mittagspause zu buchen. Anschließend werden die Daten in der Levatis Lohnverarbeitung aufbereitet und an die Warenwirtschaft für die Faktur sowie an die Lohnverrechnung übertragen. Damit schließt sich der Kreis vom Auftragseingang bis zur Abrechnung.